Was denn? Dieses Das ist ein Ghast. Echt? Ja. Ich glaube, das sind Pikmin. Ne, das sind die Ghast-Teile, die halt... Dann haben Ghast schon Kackgeräusche. Ja, die hätten sie auch schon immer. Mal gucken, ob es hier irgendwann mein Ende gibt. Eigentlich nicht. Der endlose Tunnel. Vor allem, was bauen wir dann eigentlich aus dem Nether? Zeug. Nix. Weiß nicht, ich finde den Block cool. Ja, ist auch, aber weiß nicht, ob man, wenn man da vielleicht was draus baut, ist es vielleicht too much, oder? Ja. Naja. Mal schauen. Ich wollte ja nur, dass man hier vielleicht irgendwann mal Rohstoff findet. Denn wenn man die Sichtweite runterstellt, leckt es nicht mehr. Echt? Bei mir zumindest gerade gar nicht mehr. Ja, bei mir ist es immer nur ganz kurz und sind so übelste Standbilder. Ah, nur so ein Standbild und dann geht's eigentlich die ganze Zeit wieder flüssig weiter. Der Tunnel hat jetzt gleich meine Eisenspitzhacke geschrottet. Gut. Es bringt doch zu nichts. Hört doch zu nichts. Der Tunnel ist ja schon ewig lang. Ja, und irgendwie wird's hier drinnen nicht dunkler, kann das sein? Vor allem, was bringt uns der Tunnel? Wir brauchen weder den Rohstoff noch diesen Tunnel wirklich. Ja, ich hätte ja eigentlich so gedacht, dass man vielleicht mal zu Dingsbums bauen kann. Und irgendwo mal auf Kloster und trifft. Ich kann nicht mehr rennen. Ich muss ganz normal laufen. Vielleicht ist es doch nicht so eine geile Stelle, wo wir rausgekommen sind. Ja. Buddel mich jetzt einfach mal nach oben. Nach oben sollte ich ja irgendwo hinkommen. Buddel ich wahrscheinlich unter Lava oder so. Ja, das wäre natürlich eine Maßnahme. Jetzt sehe ich das Problem. Oben ist Bedrock. Ja. Super. Über uns ist Bedrock. Wir hätten das Portal vielleicht ein Bisala. Abisala. Weiter unten bauen sollen. Ja, warte mal, dann lass mal hier, wo der lange Gang ist, eine Treppe runterbauen. Okay. Halt immer vorsichtig, oh fuck. Vorsichtig, so dass wir nicht runterfallen können. Meine Spitzhacke baut zu schnell ab dafür. Ja, deswegen kann ich ja abbauen. So ein Schiss vor dem Nether, weil der immer meine ganze Ausrüstung kaputt macht. Ach, hier geht's runter. Na, freier Fall. Ach, da unten ist gar nichts. Nee. Super, ey. Jetzt sind wir wieder auf so einer schwebenden Insel hier, oder was? Na, lass das Portal kaputt machen. Und woanders sein soll. Ja, warte mal. Ich probiere jetzt hier nochmal mein Glück. Aber dann müssen wir weit woanders eins bauen, das ist natürlich immer kacke. Ja. Naja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt eine ganze Menge Netherstein. Also im Netherstein-Farm ist es ja optimal hier. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich das Portal? Alter, jetzt habe ich mich schon wieder hier verlaufen. Ich habe echt einen Orientierungssinn wie, weiß nicht. Ja. Sind da irgendwo runtergefallen? Was ist eigentlich hier so? Ach, hier geht's runter. Guck ich mal da runter. Ah, ich hab's gefunden. Gut. Das ist kacke. Der Nether ist kacke. Aber okay, was brauchen wir auch aus dem Nether? Ja. Außer vielleicht Glowstone. Ja, und dann vielleicht irgendwann mal die ganzen scheiß Items da. Du meinst, ja, ich baue mal hier weiter. Lohnenkacke. Ja. Und, ja. Erdnuss. Erdnuss. Ich putte mich auf jeden Fall zurück. Oh. Wo ist das Portal? Musik ist aus hier, kann man gleich nochmal anmachen. Laufen nicht dauern. Ach, hier oben. So.
Hab's gefunden. Ja, sehr schön, sehr schön. Machen wir gleich mal in die Kiste mit rein, wo normaler Stein drin ist. Ey, Tom! Yay! Ey! Hey! Hallo! Hallo! Ah! So hier. Oh. Oh. So. Bei mir gibt's bald Essen. Oh, ist ja cool. Ja. Mal wieder was zu essen. Lass noch mal pennen gehen schnell. Okay. Ich bin nicht mehr Batman. Hey, hör auf damit! Das gehört sich nicht. Ja, ja. Immer diese moralischen. Ja. Apostel. Ach, ich muss meine Sichtweite wieder umstellen, jetzt wo wir nicht mehr Meter sind. Ach so. Ich hab einen Creeper gehört. Hinter dir ist ein Creeper. Renn. Ich kann nicht rennen! Dann lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Ich töte ihn! Weil ich aus der Tür komme. So. Okay. Hörst du mich an ihn ran? Oh mein Gott! Warte, ich zieh ihn einfach ins Wasser. Er guckt mich an. Zieh ihn einfach ins Wasser, Kev. Super gezogen. Alter, wieso hat... Oh, ich weiß, ich krieg da noch einen Hals mit den Typen. Naja. Deswegen wollte ich nicht hinlaufen. Ich geh Kühe tun. Ja. Ich muss hier erstmal wieder reparieren gehen. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch irgendwas zum Reparieren. Wenn, ich muss da wieder was abbauen. Ja. Und ja. Alter, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit der ganzen Weise hier. Birkenholz haben wir es doch noch. Super. Okay. Glas müssen wir auf jeden Fall brennen. Ich mach mal Hälfte, Hälfte. Da kommt nämlich auch noch ein Gras. Super. Was? Super! Super! Schafe? Schafe? Da keine Kühe. XD. Leider nein. Ich glaube, ich laufe mal durch das Schneegebiet und guck mal, ob ich da Kühe finde. Jo. Na? Oh. Alter, wo ist sie jetzt? Hä? Ach, hier ist die Holzkiste. Ich komme hier überhaupt nicht klar. So. Ja, wir müssen wieder öfter zocken, das stimmt. Ich mag aber nicht, wenn wir öfter zocken. Ja, weil dann musst du immer so lang rennen und solange du rennst, kannst du nicht Diablo mit mir spielen. Und ich bin der übelste Diablo-Zombie. Ich könnte schon mit dir Diablo spielen. Also mein Rechner schafft's schon. Ja, da ich könnte trotzdem spielen. Nicht. Eben. Ich schieb also, dann das, ich schieb das immer noch als Ausrede davor. Ich render. Ja, ich hasse dich. Wisst ihr, ich bin so ein Suchti. Ich fahre mit meinem Twincher ungefähr 4 Stunden am Tag rum. Finde übelst die geilen Sachen und nur damit ich sie dann abends ihm zeigen kann und das ist mein einziger Vorwand, weshalb er dann mal Diablo kommt. Ja. Meine tägliche Ausrede ist dann eigentlich meistens, ja, ich render. So, da hat man das gebaut, das. Also falls ihr auch Diablo spielt, bitte schreibt mich an oder tut irgendwas, ich brauche jemanden mit zum Zocken. Ich habe zum Glück bald Tabs und Crash überredet, sich Diablo zu kaufen. Dann habe ich wenigstens schon ein paar Leute, mit denen ich zocken kann, weil alleine ist halt doch nicht immer das Wahre, ne? Ja, ich alleine macht Spaß, ein bisschen zu farmen oder so, aber... Dann wirklich mal einen guten Char hinbringen, wenn man dann doch schon zu zweit bisschen. Und ist dann auch alles viel leichter. Ja, ich habe einen guten Char. Ja, ich auch. Ich habe sogar 2. Also ich bin mit meinem Char zufrieden.
Ich auch, aber ich meine, trotzdem, du bist noch nicht Max-Level und solange man nicht Max-Level ist, ist man noch nicht fertig. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Ja, aber du bist noch nicht Max-Level. Okay. Du bist bei... Dämonjäger habe ich mich heute auf 60 gepusht. Bam! Ja, sehr schön für dich. Das. Ja. Und bin jetzt bald Paragon 1. Aha. Jetzt weiß keiner, was Paragon ist. Nein! Das ist das Level nach dem normalen Level. Wenn du da ein Level machst, erhöhst du halt dein Magie und Gold von Bonus. Ich habe jetzt gerade was voll Uselesses gemacht, aber egal. Was denn? Ich habe eine Diamantschaufel gebaut. Achso, ich habe schon gedacht, sowas wie vorhin. Wo du einfach alle Erze zu Blöcken machst und die irgendwo platzierst. Achso, das ist ja nicht useless. Doch, finde ich schon. Okay. Ob man jetzt da eine Kiste stehen hat mit den Erzen drin oder die Erze so als Blockform rumstehen. Naja, aber in der Kiste ist es halt, keine Ahnung. Ja, eigentlich stimmt schon. Nee, stimmt schon. Ist eigentlich schon richtig so, was du sagst, aber... Ich wollte halt einfach mal was Cooles machen, Mann. Ja, und ich habe auf einem anderen Server Eisengolem gebaut und krieg dafür meinen Anschluss. Ja, ist ja auch. Ich hasse dich. Ja, der andere... Nein, keine Ahnung. Der andere Server ist ja eh nur so ein Fun-Server. Ja. Ich weiß ja nicht, wenn... Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr vielleicht Bock habt, mit uns zu zocken oder so. Ja, auf einem 4-Slot-Server. Ja, das kann man ja jederzeit erhöhen. Wenn von möglich. von den drei von unseren Clan-Members sowieso drauf. Ja, ich hab doch gesagt, den kann man ja zur Not erhöhen, wenn halt nur Leute sagen, ja, hier, ich will mitzocken oder so. Aber dann kostet der doch mehr. Und? Für uns, Geld hab ich nicht. Für unsere Fans ist mir nichts zu schade. Ja, Schleimbolzen. Ja! Alter. Dann schickst jetzt auch jeden Fan hier einen privaten Geschenkkorb. Ja, logisch. Ich schenke denen immer einen Geschenkgutschein von Amazon im Wert von 500 Euro. Jedes Mal, wenn die uns abonnieren. Wahrscheinlich Abo-D-Abo. Abo-D-Abo. Ja? Ja, da darfst du mal richtig tief in die Tasche greifen, mein Lieber. Ach, na, das ist doch Taschengeld von 3 Minuten. Von 3 Minuten vor allem. Ja. Ja, was denkst du, was ich in 3 Minuten verdiene, Junge? Alter, World Generator hat ein richtig episches Ding generiert. Ein übelst episches Ding generiert? Ja. Ein fliegender Erdhaufen 50 Meter vor über dem normalen Boden. Richtig gut. Ja, das schaut so geil. Nee, ich bin gerade in einem Bergbiom unterwegs, da passiert ja sowas aus irgendwelchen Gründen häufiger. Ja, das stimmt, da schwebt immer mal irgendwas bisschen in der Luft. Ups. So, hier, warte mal, wie weit baue ich jetzt hier? Ich finde nur Schweine, Hühnchen und Schafe, aber keine Kühe. Und ja, Kühe sind... tue ich ja eh nicht mehr. Kühe habe ich alle getötet. Habe ich alle vom Server verbannt. Cow banned from Server. Ja, XD. Klar gibt's den Befehl, habe ich eingegeben. Während der Erstellung des Servers habe ich es eingegeben. Please ban Chaos. Mit oder ohne XD? Mit 3 Smileys dahinter. Ja, das ist ja lame. Und willst du dann eigentlich mal Aufnahme beenden? Weiß nicht, wenn ich Lust habe. Ja, aber ich will essen gehen. Dann musst du alleine weitermachen. Achso, na ja, sag das doch, dass du essen gehen willst. Ja. Dann musst du da jetzt nicht unbedingt folgen. Ich habe vorhin schon eine Anspielung gemacht. Ach so, ne, so hast du gesagt, dass... Bei mir gibt's gleich Essen. Das war eine Anspielung. Egal. Hey, ich will den Schrauben bekämpfen. Cool. Traube ich noch schnell aus und dann... Ja, guck mal, ob da irgendwie was drinne ist. Hast du nicht schon mal ein Villager-Dorf gefunden auf dem Server? Ja. Das ist bestimmt dasselbe. Nee, das hier ist ein Wüsten-Villager-Dorf und das, was ich vorher gefunden habe, war ein ganz normales. Karotten, Möhren, Kartoffeln. Sehe ich bis jetzt noch nicht. Ach Mann. Ja, Wüsten-Villager-Dörfer sind ja eh nicht so voller. Da kannst du ja mal die Koordinaten speichern. Ich habe keine Minimap. Nein, ach, Minimap okay, nicht. Was haben denn die so hier im Angebot?
8 Smaragde für eine Eisenspitzhacke. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Ja. Nimm mal die Bücherregale mit. Ja, das ist richtig. Also die Bücher. Dann können wir wieder ein paar Bücherregale machen. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine Idee gefunden, was ich jetzt hier bauen kann. Warum ich das jetzt hier eigentlich alles gerade beflächigt habe. Also wenn du dann mal gucken kommst, ne, wieder nach Hause. Ja. Ich habe jetzt gegenüber von unserem Haus, habe ich jetzt da die ganze Fläche gerade gezerrt. Ja. Cool. Da habe ich schon eine coole Idee, was ich da hinbaue. Ich will bloß noch einen Plan machen, wie ich das dann gestalterisch hübsch kriege, dass das geil aussieht. So, hier bis hierher geht es dann. Und alles, was davor wird, wird noch abgebaut. Ja. Ich guck mal weiter. Weil da war ja echt gar nichts in der Ich hab gedacht, wir müssen essen gehen. Ja, du nimmst ja noch auf. Und dann bleib ich da. Ja, wenn du sagst, du willst essen gehen, dann können wir ja gerne aufhören. Okay, dann geh ich jetzt essen. Okay, Leute, dann... Danke mir fürs Zugucken. Und ich nicht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Glaube ich nicht. Tschüss.